Also ich habe heute gelernt, dass man auch im Wasser ordentlich ins Schwitzen kommen kann. Das war für mich eine völlig neue Erfahrung. Geht das anderen auch so? Ja, natürlich. Also jeder, der das erste Mal Aquajogging macht, für ihn ist das eine neue Erfahrung und man kommt selbst auch im Wasser im Schwitzen. Das gehört leider dazu. Jana Kowitz, du machst Aquajogging hier im Kirsten-Brunbad in Eutin. Wie lange machst du das schon? Seit 6 Jahren bin ich jetzt hier im Kirsten-Brunbad Eutin. Das ist dann die Ausbildung zur Schwimmmeisterin? Fachangestellte für Bäderbetriebe, ganz genau. Also wir haben natürlich auch Lehrgänge für Aquajogging. Da lernt man, welche Musik man anwendet, welche BPM-Zahlen man braucht. Was ist die BPM-Zahl? Das sind die Beats per Minutes, die wir brauchen, um richtig zum Takt euch dann antreiben zu können. Alles klar, hat geklappt. Sehr schön, das freut mich. Wir kommen jetzt zur Halbzeit raus. Deswegen jetzt gleich. Ich hatte, wie du ja sicherlich gemerkt hast, ein leichtes Koordinationsproblem. Vorwärts, rückwärts war für mich nicht so einfach. Das heißt, ich habe mich vorwärts und rückwärts bewegt. Aber wann, wohin, das hatte ich nicht wirklich im Griff. Ich komme nicht auf eine Rückwärtsstrecke vorwärts. Okay. Richtig, aber ich habe ja gesehen, dass du das zum Schluss sehr gut gemacht hast. Und das ist natürlich von der Körperhaltung her oder von der Koordination her von Anfang an nicht gleich super umzusetzen. Aber die meisten schaffen es ja zum Ende hin dann doch. Ja, Frank Borowski, Schwimmmeister im Kirsten-Brunbad in Eutin. Ich durfte heute ein bisschen Aquajogging machen. Welche Altersspanne der Leute, die Die das liegt machen? auch von 18 bis 80, würde ich mal ganz grob sagen. Also es ist für jeden Alter was. Es kann auch jede Altersgruppe bei uns einsteigen, ist gar kein Problem. Anfänger Jumping. Ungefähr 1000 Mal. Echt? Wahnsinn. Ich bin dafür, dass ich im Wasser ins Schwitzen komme. Ist aber so. Ich sage dann schon mal vielen Dank für die Stunde. Das War finde ich so eine gerne. sehr spannende Erfahrung. Ja, danke. Dankeschön nochmal. Tschüss. Tschüss.